Gerade ist ein Dr. Wolfgang Greilig, Landtag-Vizepräsident aus Hessischen Land, aus Wiesbaden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle Muslime, Christen, Juden und Atheisten, Vertreter aller demokratischen Parteien, gedenken heute der Opfer des feigen Terroranschlages in Frankreich. Und wir können auch hier in Gießen kein besseres Zeichen setzen, als dass wir uns hier gemeinsam über alle politischen und religiösen Grenzen hinweg gegen die Feinde unserer liberalen Gesellschaft und für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben versammeln. Die Anschlagsserie in Paris hat uns, hat die westliche Werteordnung ins Mark getroffen. Ziel waren die Karikaturisten von Charlie Hebdo und damit die Meinungs- und Pressefreiheit generell. Aber auch Polizisten und die Besucher des jüdischen Supermarktes fielen den Mördern zum Opfer, und dies dokumentiert den Angriff darüber hinaus auf die rechtsstaatliche Ordnung insgesamt und auf die Religionsfreiheit insgesamt. Unsere gemeinsame Antwort lautet: Wir nehmen es nicht hin, wenn unsere Freiheit, unsere Werte und unsere Rechtsordnung mit Füßen getreten werden. Im Kampf gegen Terrorismus und menschenverachtende Regime wie das des IS stehen wir alle zusammen über die Religionsgrenzen hinweg. Und eine zweite Botschaft müssen wir betonen: Terrorismus lässt sich nicht durch einen Glauben begründen. Ich will das hier betonen. Herr Dr. Rashid hat schon Wichtiges gesagt, aber am Anfang dieser Woche, am Dienstag auf der großen Kundgebung in Berlin, hat es Ayman Masjek, der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland, sehr deutlich gesagt, und ich zitiere ihn hier sehr gerne. Er hat gesagt: Die Terroristen haben nicht gesiegt und Terroristen werden auch nicht siegen. Die Terroristen wollten den Propheten rächen, fragt er. Nein, sie haben mit ihrer Tat die größte